Rein da jetzt! Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Um Floppy Disk, mach hin. Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Kann losgehen. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Oh, das Ganze nochmal von vorn? Lautlos. Du kriegst es nicht mit? Ja, nice. Da stehen 2, das ist ein bisschen doof. Habe ich nicht zufällig? Ich habe noch eine Pistole dabei. Wie soll denn das lautlos gehen mit diesem Kackbogen, ey? Pistole ist echt am besten. Sprayt nicht. Kriegst du fast mit einem Schuss alle down. Aber warte, vielleicht hole ich mir nur eine Waffe. Jetzt sind die Leichen alle weg, oder was? Die hatten alle gar keine Waffe. Wir hatten da auf mich geballert, bitte, die ganze Zeit. Alter Schmorn, oh, da war was. Sehr schön. Oh, nur 30 Schuss. Müssen wir noch ein bisschen sammeln hier. 180. Bei denen gucke ich auch nochmal drüber. Boah. Das sollte reichen. Ist immerhin eine mit Schalldämpfer. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Mond! Ich dachte irgendwie, das wären 2.
Jetzt dachte ich, irgendwie mich schwemmt es hier weg. Weil die Strömung doch sehr krass war. Oh, eine kleine Basis. Du hast erwähnt, eine Brücke war in einem Dorf. Der Bunker war irgendwo auf der anderen Seite. Ja, was haben sie denn da? Herr, in deinem Bericht hast du ausdrücklich das Dorf als dein Ziel genannt. Von einer Seilrutsche ist keine Rede. Ja, ich weiß, da komme ich eh nur da runter. Wo wir davor schon waren, in der anderen Erinnerung. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Boah, das ist ein bisschen unheimlich. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Roger, Heli ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Aus dem Feld! Dürft mir auch nicht davor laufen, Leute. Das ist halt doof. Ja, nachladen. Scharfschütze? Ja, ich habe den, aber ich weiß nicht genau, wo der ist. Oh nein! Lowaki. Ja, was soll ich jetzt hier? Klopf, klopf. Ey, geh doch darüber. Boah, war doof. Ah, da brenne ich doch gleich. Ja, aha. Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Ein anderer Bunkereingang. Ja, Muni ist jetzt nicht so gut, aber egal. Wir gucken mal da rein. Park hat hier was aufgeschrieben. Sie meinte, dieser Abschnitt könnte Anfälle auslösen. Welchen soll ich aktivieren? Okay, da ist jetzt nichts Besonderes drauf. Ah. Weiße Haus?
Das war jetzt irgendwie ein bisschen einfach. Aber ganz cool eigentlich. Da ist er wieder. Nein, nicht aufhören, Bell. Fuck, fuck. Gib mir das Rückführungsszenario, Hand hier bitte. Bell, wir haben eine Mission. Und nochmal der ganze Spaß. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Sag mal so, wenn man nicht mehr so viele Level-Ideen hat, dann macht man das gleiche Level immer wieder nur mit anderen Waffen. Um halt ein bisschen Vielfalt darzustellen. Einzubringen, wie auch immer. Alle weg oder wie? Ah, zu niedrig. Aber lustiges Teil, ey. Voll alt. Ach komm, egal. Die 16-1 ist ja auch ganz gut. Seltsam. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Und wo? Okay, das haben die gerne gemacht, in den Bäumen sitzen. Und dann bin ich wieder da drüber gegangen. Boah, der hängt auf einem Baum. Alter. Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite der Brücke. An der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Ah, hier ist nochmal ein anderer Weg, den bin ich auch wohin nicht gegangen. Boah, ist das krass. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Yeah! Wir haben einen möglichen Sowjetkommandoposten in Sicht und überall wird...